Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video für den Kanal. Wir schauen uns heute mal hier live auf Twitch Felix Spieß, was ist ein Iwagumi Aquascape Low Budget Aquarium an. Bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir quatschen ganz lang, sondern gucken direkt mal rein. Los geht's. Moin! Heute richten wir nach langer Zeit mal wieder ein Aquarium ein. Und es soll nicht irgendein Aquarium werden, sondern wir machen heute ein Iwagumi. Leute, die sich mit Aquaristik nicht auskennen, denken sich jetzt, what? Und Leute, die sich damit auskennen, denken sich... Irgendwie ist die Auflösung voll niedrig, oder? Nee? Hä? Was ist da los? Okay. Heute machen... Katzen-Content, ganz wichtig in der Aquaristik. Felix, Grüße gehen raus. Mir das simpelste und billigste Aquarium, das ich je gemacht habe. Als allererstes zeige ich euch, was man alles dafür braucht, beziehungsweise was ich dafür benutze, um so simpel und billig wie möglich ein Aquarium aufzubauen. Und was braucht man natürlich für ein Aquarium? Als allererstes ein Aquariumglas. Macht Sinn. So, da ist das Ding. Das gehörte mal mein Onkel und da war ein Schild... Catfish inside, okay. ...Röten drin. Und der... Jetzt ist eine Katze drin. Er wollte das wegschmeißen und da dachte ich mir, bevor er es wegschmeißt, benutze ich es und mache daraus ein Aquarium. Dicht soll das auf jeden Fall sein. Nur der einzige Haken an dem Aquarium, Terrarium, Glas, Gedöns, ist, wenn man mal ein bisschen näher hingeht. Ich glaube, da braucht man gar nicht näher hinzugehen. Das ist total zerkratzt, wenn da Schildkröten drin waren. Schildkröten, ihr wisst, an der Scheibe und so. Kriege ich das auf die Kamera? Ja, kriegst du. Boah, da ist alles voller Kratzer. Das Ding ist... Ja, das war safe die Katze. Das waren nicht die Schildkröten. Katze ist schuld. Komplett verkratzt. Warte, vielleicht so? Sieht man das? Hey, man sieht's auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist alles voller Kratzer. Und ich dachte mir... Milchglas. Milchglasoptik. Zwar vorne, aber passt. Wenn ich jetzt schon das Glas hier geschenkt bekommen habe, was übrigens 160 Liter fasst, dann mache ich auch ein Low-Budget-Aquarium draus. Ich wollte jetzt nicht für so ein verranztes... Boah, jetzt sieht man's richtig, ey. Aquariumglas Geld ausgeben. Deswegen dachte ich mir, ich mache das simpelste Aquarium, das ich mir vorstellen kann. So, das Aquarium steht und jetzt müssen wir erstmal klären, was ein Iwagumi überhaupt ist. Und da... Lehrstunde mit Felix. Los geht's. Dafür haben wir uns stundenlang in meinem Livestream darüber informiert. Ach, Felix ist auch auf Twitch. Okay, krass. ...informiert, was so ein Iwagumi ausmacht und uns inspirieren lassen... wie so Iwagumis überhaupt aussehen können. Also wenn ihr bei so Planungen und allgemein Behind-the-Scenes-Stuff dabei sein wollt, folgt mir auf Twitch, lasst doch gerne ein Twitch-Prime-Abonnement da. Falls ihr solche Projekte... Folgen wir direkt rein, nach der Reaction. ...ihr unterstützen wollt. Und ich gebe euch jetzt weiter, was ich gelernt habe, was ein Iwagumi ausmacht. Ich dachte, das wäre nur eine schöne Steinlandschaft in ein Aquarium packen. Aber was es eigentlich bedeutet, ein Iwagumi richtig zu machen, das habe ich auch erst rausgefunden, als ich mich erkundigt habe. Das ist gar nicht so simpel, wie man das denkt. Obwohl es dann doch simpel ist. Es ist ein bisschen kompliziert. Man muss ein paar Regeln befolgen. Erste Regel und eigentlich die essentielle Regel ist, für ein Iwagumi darf man nur einen Stein, eine Pflanze... Eine Steinart, ein Stein... Eine Steinart, eine Pflanzenart und eine Fischart. Okay, bei der Fischart. Und ein Fisch benutzen. Also von jeweils die gleiche Art. So, dann brauchen wir als allererstes mal Steine. Und da wir low budget unterwegs sind, habe ich die natürlich absolut legal gekauft. Im Bergbau um die Ecke. Mache ich auch immer mit meinem Hardscape aus der Natur, ihr wisst ja, ne? Der Discounter auf dem Feld und so. Ich habe einen kleinen Clip für euch. Okay, mein Dad kam gerade nach Hause und der meinte, er hat Steine für mein Aquarium gefunden. Der war nämlich heute irgendwo in den Bergen und der meinte, er hat coole Steine für mein Aquarium. Bin sehr gespannt. Dann gehen wir mal nachschauen. Okay, die sind safe. Die könnten aus den Alpen sein. Irgendwo alpenmäßig. Das weiß ich, weil jetzt Real Talk. Als meine Eltern im Urlaub waren, die waren irgendwo bei, auch in den Alpen, und da haben die auch Steine gesehen. Und ich habe aus Scheiß gesagt, ey, bring mal ein paar mit, und die sahen genauso aus. Okay, krass. Okay, die Steine sahen ja schon ziemlich gut aus. Ich bringe die jetzt mal rein und dann gucken wir weiter. Und damit haben die
genauso wie das Aquarium, 0 Euro gekostet. Also wir sind bisher bei 0 Euro. Ich kann euch mal so einen Stein präsentieren. So sehen die aus. Wir haben die natürlich auch schon gewaschen, was auch sehr mühselig war. Ich glaube aber trotzdem, dass sie ziemlich das Wasser trüben werden, aber wir werden sehen. Außerdem, ein bisschen Kalk werden die wahrscheinlich auch ab. Ich glaube, ein bisschen viel Kalk sogar. Sehen jedenfalls so aus. Geben. So, jetzt haben wir für das Iwagumi ein Aquarium, einen Stein. Und jetzt brauchen wir noch eine Pflanze. Und dafür habe ich mich für Eleocharis entschieden. Ja, ist ja eigentlich eine einfache Bodendeckerpflanze. Schickt. Der Klassiker, man kennt ihn. So, jetzt haben wir eigentlich einen Stein, eine Pflanze. Das mit den Fischen lassen wir jetzt noch außen vor. Die werden erstmal nicht reinkommen. Ich will jetzt erstmal ein Iwagumi an und für sich gestalten, ohne jetzt an Tiere zu denken. Aber als nächstes würde ich sagen, brauchen wir Technik. Dafür habe ich einen Filter, einmal CO2, Bio versteht sich, zweimal sehr billige Lampen, keine Ahnung. So, was uns jetzt noch fehlt, ist der Bodengrund. Dafür habe ich hier von Tropica ein bisschen Zoll. 195 Euro? Wie viel hast du denn da reingeballert, ey? Und, weil wir ja low budget sind, habe ich das Volcano Mineral weggespart. Und dafür habe ich ein bisschen Styropor, um die Landschaft zu bilden. Das werdet ihr gleich sehen. Ein bisschen Terraforming in Real Life. Dann war es das eigentlich, glaube ich, schon mit allen Zutaten, die wir brauchen für ein Iwagumi. Dann können wir eigentlich loslegen. Go, whoop, whoop. So, und als nächstes putzen wir mal die Scheiben, weil nass sehen die Kratzer immer gar nicht so schlimm aus, wie wenn es trocken ist. Gut, dass im Aquarium Wasser ist. So, ich putze jetzt und ihr hört jetzt ein bisschen Musik und schaut mir dabei zu. Mich würde es mal interessieren, ob es funktioniert. Kennt ihr das, wenn ihr Kratzer im Glas oder Sprünge oder Risse im Glas von der Autoscheibe habt? Da gibt es auch solche Versiegelungen, so ein Harzzeug. Hättest du das Beispiel ausprobieren, ob das bei Aquarienscheiben auch funktioniert? Ich glaube, das ist mein neues DIY-Experiment. DIY. So, ich habe das Teil jetzt poliert und ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Seite von beiden beschissen aussieht. Also weiß ich noch nicht, was hinten hinkommt. Außerdem kommt morgen die Rückwandfolie und dann würde ich sagen, dann können wir gerade bis morgen warten und dann können wir das Aquarium einrichten. Also bis morgen. So, wir haben jetzt einen Tag später und ich habe eine Rückwandfolie besorgt, beziehungsweise zwei. Also ich habe einmal schwarz und einmal Milchglas. Milchglas ist ja schon vorne dran, also ist eigentlich rundum dran, oder? Nein, Spaß. So halb transparent. Ich benutze aber die schwarze Variante. Ich glaube, schwarz passt an der Stelle einfach besser. Passt. Wenn ich die Ecke hier so ansetze, da klebt's jetzt. So, die Ecken kleben jetzt. Und jetzt muss ich nur irgendwie schaffen, die Folie abzuziehen. Am besten nass machen. Hat er es nass gemacht? Ich hoffe, sonst gibt's schön fette Blasen. Ah ja, er hat's nass gemacht. Oder doch nicht? Doch. So, wir haben jetzt die schwarze Rückwandfolie dran. Also ganz ehrlich, Felix. Moment, da sieht man es besser. So. Ich hätte die Milchglasfolie genommen. Weißt du warum? Auf schwarz siehst du die Kratzer jetzt definitiv krasser, als wenn du Milchglasfolie dran gemacht hättest, weil die dann die Kratzer geschluckt hätte. Wir haben jetzt die schwarze Rückwandfolie dran. Ich dachte, ich klebe die einfach so hin, als ich gemerkt habe, das wird nicht so einfach gehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Habe ich ein bisschen Glasreiniger benutzt und damit ging das eigentlich ganz gut. Ja, ganz wichtig, Folie immer nass verkleben, dass du keine Blasen reinkriegst. Die Scheibe ist natürlich immer noch absolut verkratzt. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es besser aussieht, wenn Wasser drin ist. Aber schwarze Rückwandfolie, check. So, und jetzt kommen wir zu dem spaßigen Teil. Wir können das Ding endlich einrichten und dafür kommt dieses Styropor zum Einsatz. Boah! So. Bei Styropor ein schwieriges Thema. Habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Video drüber gemacht. Erstens mal, die Luft, also das Wasser zirkuliert nicht unten drunter. Es kann Faulgase geben, also Faulstellen geben. Und dann gibt es Styropor, was ist nicht 100% bewiesen, aber was Stoffe ans Wasser abgeben kann, die nicht so dolle für die Tiere sind. Ich meine, ich habe es auch schon oft genug gemacht mit Styropor, aber wie gesagt, es gibt verschiedene Styroporarten und so ein paar sind nicht so ganz so gut.
Also ich habe mit dem Styropor jetzt so ein bisschen versucht, so das nach hinten links aufsteigend zu machen. Als nächstes versuchen wir mit den Steinen den Grundriss zu basteln. Und da wir ja ein Iwagumi machen wollen, müssen wir immer noch ein paar Regeln befolgen. Denn wir müssen nicht nur eine bestimmte Anzahl an Steine benutzen. Immer ungerade, immer ungerade. Ein Mainstone, dann noch so einen anderen Stone. Ich habe die Namen vergessen, aber ja, okay. Erklärt er bestimmt noch. Dann, jeder Stein hat seinen eigenen Namen bzw. seine eigene Funktion in dem Aquarium. Ist ein bisschen kompliziert, aber der allererste Stein, den man setzt, ist der Oyayishi. Der Mainstone. A.K.A. der Oshi. Das ist der größte Stein und den setze ich jetzt mal. Ich muss nur wissen, welcher. Das wird der hier sein. Mit dem fängt man an. Den setze ich jetzt einfach mal hier so. So, wir haben den Oyayishi platziert. Als nächstes kommt der Fukuishi und dem seine Mission ist, genau in die andere Richtung zu zeigen, wie der Oyayishi und ein Stückchen kleiner zu sein als der A.K.A. Oshi. So, dafür benutze ich den jetzt hier mal. Boah. Aber der sieht irgendwie größer aus als der, was er eben reingemacht hat. Okay, schauen wir weiter. So, nach dem Oyayishi und dem Fukuishi kommen jetzt noch die anderen Steine rein. Ich mache jetzt dazu eine Timelapse, weil ich will mir da jetzt Zeit lassen, dass es auch gut aussieht und schön angeordnet ist. Und wenn die Timelapse zu Ende ist, erkläre ich euch, was ich getan habe und welcher Name welcher Stein hat und was seine Mission ist. Also bis gleich. Okay, bis jetzt sah es schon ganz gut aus, aber jetzt wird es, glaube ich, langsam zu voll. Na egal, wir schauen weiter. So sieht jetzt der erste Entwurf aus. Ich weiß es nicht. Die Lampe kommt noch ein Stückchen vor. Ja, die erste Idee auf jeden Fall. Bin selber noch nicht ganz sicher, aber... Also Felix, no front. Also jeder kann ja sein Aquarium einrichten, wie er will. Und ich will jetzt hier auch gar nicht klugscheißen oder sonst irgendwas. Also sehe das bitte nicht als irgendwie Kritik oder sowas an, gell? Also ohne Scheiß. Retalk. Ich finde es ein bisschen zu viel und zu gerade. Ehrlich gesagt. Also es sieht zu gerade aus. Ich lasse es jetzt erstmal noch ein bisschen auf mich wirken. Noch voller. Also ich finde es zu voll. Und der Unterschied zwischen dem Mainstone und den anderen Steinen... ist auch zu klein. Ja, wir schauen mal weiter, was er draus macht. So sieht der ganze Hase jetzt aus. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, wie es ihr findet. Es wird sich auf jeden Fall noch viel verändern, weil da kommt ja jetzt noch Erde rein. Dann wird noch gepflanzt. Die Erde kommt dann auch noch mal so hoch. Dann sind die Steine alle noch ein bisschen mehr. Okay, wenn die Steine ein bisschen mehr verdeckt sind, wirkt es vielleicht nicht mehr so voll. Aber ich finde es halt... Es wirkt zu... Wie soll man sagen? Zu geradlinig. So der Erde und dann pflanzen wir das ein und wenn Wasser drin ist, dann sieht es eh nochmal komplett anders aus. Aber das ist mal so das Grundlayout. Jetzt versuche ich da Erde reinzubringen, ohne dass da drin alles zusammenkracht. Ja, mal schauen. So, ein bisschen links, ein bisschen rechts. So, die erste Ladung ist drin, man sieht ja immer noch nicht allzu viel. Zweite Ladung. Jetzt arbeiten wir uns ein bisschen von vorne nach hinten. Geil. Also da könnte es unter Umständen Probleme geben, was auch Verdichtung angeht. Das ist ja mein Lieblingsthema, glaube ich. Gerade das Styropor, was luftdicht unten abschließt und dann der hohe Säul da oben drauf. Könnte Probleme geben. Aber mit Säul sieht es jedenfalls nicht mehr so vollgeklatscht aus. Das ist schon mal, also es sieht schon mal ein bisschen runder aus, aber es ist trotzdem halt noch... Ah, ich halte die Schnauze. Eigentlich. Ich muss so ein bisschen die Steine wieder frei buddeln. So, dann haben wir jetzt den Grundriss von dem Aquarium fertig mit Bodengrund und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Spaß, wir machen das Ding natürlich zu Ende. What the fuck? Wo sind wir denn? So, der Boden ist jetzt drin und als nächstes werde ich den Eleocharis mal auspacken und dann einpflanzen. Übel, ey, die Kratzer. So, ich habe das jetzt alles klein gemacht und als nächstes werde ich das auf meine Pinzette tun.
zack, einmal ins Wasser tunken, bisschen ausspülen und dann da reinpflanzen. Viel Spaß mit der Timelapse. Hast dir aber die größte Sprühflasche ausgesucht, Felix. Tag 3, es ist gestern ein bisschen spät geworden und die Akkus von den Kameras sind dann auch leer gegangen. Wir haben auf jeden Fall eingepflanzt und ich habe jetzt mal bis zur Hälfte Wasser eingelassen, dass die Pflanzen über Nacht nicht sterben. Und ich enthülle jetzt, wie das jetzt aussieht. Ich würde sagen, wir machen als nächstes Wasser bis oben hin, hoffen, dass dieser Schrank hier hält. Und dann sind wir eigentlich fast schon fertig. Das hättest du vielleicht mal vorher gucken sollen mit dem Schrank. Ja, schauen wir weiter. Ich. Also, let's go. Timelapse. Was geht ab? So, das Wasser ist drin. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Filter und CO2. Und dann sind wir schon fertig. Meine Güte. Oh, shit. Aha, okay. Nee, wir warten, bis er fertig ist. So, ich schaue jetzt mal, ob ich den Filter auf die Seite bekomme, aber ich habe den irgendwie nicht so mit einberechnet, als ich das Ganze designt habe. Wenn er da nicht reinpasst, dann muss er halt... Scheiß drauf, Filter ist schwarz, Rückwand ist schwarz, fällt nicht auf. Auf die Seite. Mal schauen. So, weil ich den leider nicht mehr hier oben in die Ecke gepackt bekomme, muss er wohl oder übel in die Ecke. Ja, hätte ich mal lieber vorher nachdenken sollen. Aber bevor wir den Filter einbauen, wird der erstmal von mir präpariert, denn ich habe ein paar Sachen da, um den zu optimieren. Also einen Moment. Wir präparieren den Filter jetzt erstmal. Oh Gott, dazu sollte ich den erstmal aufbekommen. Ah, okay. So. Der besteht aus so verschiedenen Kammern und in diesen Kammern ist jeweils so ein Schwamm. So. Der Schwamm ist zwar schön und gut, aber wir brauchen ihn jetzt nicht dreimal, sondern in eins von denen kommt so Biofiltermedium. Da siedeln sich ein paar gute Bakterien an. Gute Entscheidung. Nicht ins Loch, sonst kriegst du den Filter nicht mehr zu. Egal. Jetzt haben wir zweimal Schwamm und einmal Biofiltermedium. Und von den zweimal Schwamm schneide ich den jetzt auch noch mal ein bisschen zurecht. Denn ich habe hier noch was vorbereitet. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Also ich habe hier so einen Strumpf und in den Strumpf, oh shit, ist Aktivkohle drin. So, die knote ich jetzt zusammen. Ah, zack. Das filtert im besten Fall so ein paar überflüssige Nährstoffe raus. Ganz wichtig bei Aktivkohle, die ungefähr nach so ein bis allerspätestens 3 Wochen wieder rausholen. Weil die bindet zwar den Kram, aber gibt den dann noch wieder ab nach einer Zeit. Die Aktivkohle hatte ich rumliegen, dann dachte ich mir, dann benutze ich sie halt auch mal. Optimal. Einmal Schwamm, einmal Biofilter und einmal Schwamm plus Aktivkohle. Und das bastel ich jetzt wieder zusammen. Zack. Die Aktivkohle muss man dann nach einer gewissen Zeit wieder rausholen. Sehr gut. Die bleibt also nur am Anfang drin. So. Optimal. Also ich weiß nicht, was ihr sagt, aber den Filter sieht man einfach überhaupt nicht. Schwarzer Filter, schwarzer Hintergrund, sieht man nicht. Mehr. Seht ihr da noch einen Filter? Guck mal, wenn man näher hingeht, da ist der Filter. Der verschwindet einfach vor der schwarzen Rückwandfolie. Guck mal, den sieht man gar nicht mehr, wenn man so davor steht. Krass. Vielleicht, wenn das nicht mehr so trüb ist, obwohl es gar nicht so trüb ist, dann sieht man den vielleicht eher, aber so sieht man den gar nicht mehr. What? Alter Schwede. So, dann haben wir den Filter angebracht. Und als nächstes kommt CO2. Bei Bio-CO2 sind wir ja absolute Profis. Da macht uns niemand was vor. Wie geht denn der Kollege auf? Hallo. Hä? Ich verstehe es nicht. Was soll das? Was ist das denn für eine Verpackung? Okay, erstes Hindernis geschafft. So, und jetzt packen wir mal aus, was wir hier finden. Flasche, Rücklaufventil, Diffusor und... Genau, die Bio-CO2-Anlage ist mir mal explodiert. Das war mein Fehler. Da ist so ein Schwamm drin. Also in diesem Auslass. So ein kleiner, wie so ein Filterschwamm. Und ja, ich habe mir mein Bio-CO2 selbst angemischt
und habe das irgendwie trocknen lassen und da war so eine Kruste drauf und hat das einen Druck gegeben, dann ist oben der Deckel, ja. Ihr könnt euch vorstellen, dass das für eine Sauerei war. Zucker und Hefe. Anleitung brauchen wir nicht. Da ist das Ding. Da machen wir jetzt Zutat A hinein, aka Zucker. Und Zutat B, aka Hefe. Boah, geil. Jetzt haben wir schon mal eine gute Mische und jetzt kommt bis hier oben Wasser. Bin gleich wieder da. So, wir haben jetzt Wasser rein. Deckel drauf. Einmal leicht schütteln. Schlauch, Stückchen abschneiden, dann Rücklaufventil richtig rummontieren, da ist ein Pfeil drauf. So sieht das Ganze dann aus. Höchst professionell. Ganz ans Ende kommt der Kollege, der Diffusor. So, man könnte das alles ein bisschen schöner machen, aber wir benutzen jetzt nur das, wie es mitgeliefert wurde und wie es auch, wie es Sinn der Sache ist. Man könnte da jetzt auch einen transparenten Schlauch nehmen, vielleicht sähe das besser aus, vielleicht auch nicht. Schwarze Rückwand, schwarzer Schlauch, sieht man nicht. Jetzt kommt der Diffusor hier so rein. Zack. Wunderschön. Hat man es überhaupt gesehen? Da hinten hängt er. Direkt vor dem Filter, den man nicht erkennen kann. Ich bin immer noch erstaunt. Der Filter ist einfach unsichtbar. Katze, geh da weg. Wir wissen nicht, ob der Schrank hält. Kritische Situation. So, wir haben mittlerweile einen Tag später. Der Filter ist immer noch drinne. Das CO2 läuft. Hä? Wo kommen die Algen her? So, wir haben mittlerweile einen Tag später. Der Filter. Da sind doch schon Algen dran. Felix, hast du gecheatet? Oder ist das Eleocharis, was abgegangen ist? Ist immer noch drinne. Das CO2 läuft mittlerweile und ich habe hier noch den Twinster eingebaut, der keine Ahnung, ob der was bringt. Er sieht auf jeden Fall cool aus, wenn er mal was tun würde. Mach was Cooles. Ja, wir müssen kurz Geduld. Der fängt bestimmt gleich an. Hier steht jetzt das Bio-CO. Low Budget, aber dann Twinster drinne. Okay, Felix. Weird Flex, ne? Zwei, dann geht es hier so rein. Dann ist da der Filter, den man kaum erkennt. Und so sieht das Aquarium am Ende aus. Ich hätte natürlich jetzt noch vereinzelt kleinere Steine einbauen können. Dann sieht es ganz... Ja, das wollte ich sagen. Kleinere Steine, die Steine kleinkloppen. Wobei das bei den Steinen auch nicht so gut aussieht, weil die ziemlich glatt sind. Egal, ich gebe mein Feedback komplett am Ende ab. Sieht natürlicher aus, aber sobald das Eleocharis mal zugewachsen ist, sieht man die kleinen Steine eh nicht mehr. Deswegen habe ich die von vornherein weggespart. Deswegen, man könnte jetzt meinen, es sieht unnatürlich aus, aber ich denke einfach schon einen Schritt weiter. Weil sonst hätte ich jetzt hier noch so ganz kleine Splitter an Steinen hier überall verteilt, weil es dann natürlicher aussieht, weil in der Natur kommen jetzt nicht nur so große Steine vor, sondern auch mal ganz kleine Bruchstücke, die dann so zwischen den großen so verteilt ist. Aber sobald es mal zugewuchert ist, dann stellen lässt man dann auch keine Pflanzen drüber wachsen, wo dieses kleine Geröll ist. Egal. Das sieht man das eh nicht mehr und deswegen habe ich das erstmal weggespart. Da, er läuft. So sieht das Ganze aus, wenn das Ding mal läuft. Das macht Elektrolyse, aber was Elektrolyse so macht, kann ich nicht richtig erklären. Bestimmt viele tolle Dinge. Also es tut über eine Elektromembrane, über Elektrolyse Sauerstoffradikale erzeugen, die Algensponnen im Wasser kaputt machen. Kurz erklärt. Die in so einem Aquarium nicht fehlen dürfen. Ich meine, es sieht einfach geil aus. Einigen wir uns darauf. Auch wenn es nichts bringt, es sieht geil aus. So, und dann habe ich noch hier unten, hier ist die Steckerleiste, wo alles angeschlossen ist. Da habe ich zwei WLAN-Zeitschaltuhren für die Lichter eingebaut, die jetzt hier so oben drauf sind. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit denen, obwohl die sehr billig waren. Ich habe immer ganz gerne zwei von den Lichtern, damit wir einmal den Vordergrund hier und einmal den Hintergrund beleuchten können, weil oft habe ich das Problem, wenn ich nur eins von den Lichtern drauf habe, dass eine Seite nicht richtig beleuchtet ist. Und wenn man zwei... Kommt immer auf den Abstrahlwinkel drauf an. ...von denen hat, dann ist immer top ausgeleuchtet. Und ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es ausgeleuchtet ist. Keine dunklen Ecken, nichts. Und jetzt noch eine Frage an euch. Welchen Fisch könntet ihr euch in dem Aquarium gut vorstellen? Ich habe da drinnen jetzt nicht geplant Fische. Iwagumi, immer schwierig mit Fischen, weil keine Versteckmöglichkeiten. Schwieriges Thema. Es gibt wohl ein, zwei Arten, ich weiß jetzt aber nicht, ich weiß den Namen jetzt nicht, die überhaupt kein Problem damit haben, immer frei im Wasser rumzuschwimmen, ohne Versteckmöglichkeiten. Falls das jemand von euch weiß, gerne in die Kommentare. Aber Fische im Iwagumi ist halt immer so ein bisschen schwierig. Weil sie halt, wie gesagt, keine Rückzugsmöglichkeiten haben und ja,
reinzutun, aber wenn, welchen Fisch würdet ihr da drinne sehen? So, das Aquarium ist fertig und ich möchte jetzt nur kurz darauf eingehen, auf was man achten muss, wenn man so ein Iwagumi einrichten will und sich streng nach den Regeln orientieren will. Ich meine, ich habe bestimmt irgendeine Regel gebrochen, aber im Grundsätzlichen habe ich mich schon versucht an die Regel... Wie viele Steine sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ich zähle nur 12. Das ist keine ungerade Zahl. ...zu halten, damit ich ein schönes Iwagumi hinbekomme. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt noch kurz, auf was man achten muss und auf was ich geachtet habe. So, ich erzähle euch jetzt noch schnell die restlichen Regeln, die man beachten muss, um ein Iwagumi einzurichten. Regel Nummer 1, die Anzahl der Steine ist ungerade. Check, wir haben genau... Ah, okay. Ist da hinten echt noch einer? Okay. Genau 13 Steine. Als nächstes kommt die Funktion und der Name der Steine. Dieser Stein ist der Oyaishi. Das ist der größte Stein und der, den man als erstes platziert. Also der Mainstone. Das hier ist der Fukuishi und der zeigt in die andere Richtung wie der Oyaishi. Der kontert den quasi. Der darf nicht parallel zum Oyaishi sein. Ganz wichtig. Und ist der zweitgrößte Stein im Aquarium. Der wird als zweites platziert. Als nächstes gibt es die Soyeishis. Das sind mehrere Steine, die... Also die drei hier sind alle drei eigentlich gleich groß. Die jetzt entweder weiter eingraben müssen, beziehungsweise, also ich gebe jetzt einfach mal meine persönliche Meinung ab. Wie gesagt, Felix, no front, ist alles easy. Ich hätte das Ganze ein bisschen weiter nach rechts verlagert, sodass man vielleicht ein bisschen mehr Freiraum hat, oder weiter nach links und auf der rechten Seite ein bisschen mehr Freiraum lassen, also nicht so komplett einmal über die komplette Länge. Und die zwei Steine hier entweder klein geschlagen und noch ein bisschen mehr verteilt oder ein bisschen kompakter gesetzt. Auf jeden Fall halt nicht so gerade abfallend wie so ein Kamm von so einer Echse. Und die Steine im Hintergrund auch gut gedacht. Kleine Steine im Hintergrund, klar, gibt Tiefenwirkung, aber dann hätte ich die auch wieder in die andere Richtung gesetzt, sodass du halt Asymmetrie drin hast, aber trotzdem Tiefenwirkung. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist schwierig zu erklären. Aber wir schauen erstmal kurz weiter. Die sollen die Richtung angeben, in welche die der Betrachter schauen soll. Das sind in meinem Fall die hier. Ich habe da zwei vergessen zu markieren. Seht es mir nach. Und die Steine im Vordergrund, die dafür da sind, das Ganze aufzufüllen, heißen Tsute-Ishis und sind in meinem Fall die hier. Falls es euch mehr interessiert, dann schaut in die Videobeschreibung, da habe ich euch einen Link verlinkt. Also wie gesagt, ich hätte das Ganze entweder mittig gesetzt, also keine Ahnung, ich kann es jetzt hier leider nicht einzeichnen, den hier, vielleicht hierhin, dann so aufgebaut, so gefächert aufgebaut und halt links und rechts Freiraum gelassen, dann wird das nicht so drückend sein, also so ist es halt ziemlich vollgestellt. Aber ansonsten von den Steinen her, okay, haben halt nicht sehr viel Struktur, sind aber alles die gleichen Steine, geben wahrscheinlich auch eine Menge Kalk ab, sehen jedenfalls so aus. Aber, ja, kann man machen. Schaut da vorbei, falls ihr mehr wissen wollt. Ich hoffe, ich konnte das Iwagumi-Thema euch ein bisschen näher bringen und dass es gar nicht so einfach ist, als einfach so eine Steinlandschaft unter Wasser, sondern man muss viele Dinge beachten und jetzt... Also ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt und wie es dann aussieht, wie wenn er, wo er gesagt hat, wenn das Ganze überwachsen ist. Weiter mit dem Video. Und damit haben wir offiziell bewiesen, dass ich ein Iwagumi hier aufgestellt habe. Nach den Regeln, so wie es sich gehört. Ich habe versucht, auf alles zu achten. Und damit sind wir auch am Ende des Videos. Also wie gesagt, Felix, nochmal, keine irgendwie Kritik in dem Sinne, aber ja, ein bisschen weniger geradlinig, dann kommt das schon ganz geil. Dann wird es auch mit den Steinen echt geil aussehen, finde ich. Gerade mit dem schwarzen Hintergrund, die weißen Steine. Aber ruhig mal zum Hammer greifen, das habe ich mich damals auch nie getraut, Steine klein zu schlagen. Und aus einem Stein 20 Steine zu machen, macht Spaß. We'll be right back.
Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video, Samstag 11 Uhr oder zum nächsten Stream, Montag, Mittwoch oder Samstag. Ach, by the way, ich bin jetzt gerade online. Geht rüber auf Twitch und sagt Hallo. Und ich sage jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann folgen wir doch gleich mal bei Twitch rein. Wie gesagt, Felix, cooles Video, gut erklärt. Wie gesagt, immer Ansichtssache. Scape ist nie perfekt für den anderen, also so sieht man es bei mir. Ja, coole Sache. Wenn du Bock hast, können wir ja mal zusammen ein Projekt machen. Scape mal ein richtiges Iwagumi, ein riesengroßes mit Steinen aus der Natur. Kannst dich ja mal melden. So, und jetzt folgen wir erstmal über Twitch bei Felix rein und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.